Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Monster Super League Monster Tutorial. Ich hoffe, mein Mikro ist nicht zu weit weg. Manchmal bin ich ja ein bisschen doch überdreht. Hat sich bisher nur keiner beschwert, aber ich habe selber mal gemerkt. Ja, wir kommen zu Krähack. Es wird piratisch. Arr. Ja. Krähack. Der Name verrät eigentlich, dass es schon in Richtung, ja, vom Namen her würde man eher sagen, ist es eine Krähe. Aber vom Artwork her haben wir einen kleinen, mit einem Enterhaken versehene Hand. Nein, haben wir ein kleines Krokodil, der mit einem Enterhaken geprägt ist. Dann ein etwas größeres Krokodil mit einem etwas größeren Haken und ein sehr großes Krokodil. Piratenlastig mit Piratenhut, jetzt noch größer und jetzt auch Augenklappe, was er hier vorher nicht hatte. Und ja, hat schon viele Kämpfe durchgemacht. Sieht auf jeden Fall nicht so schlecht aus. Hat man ja ab einer gewissen Größe hat man die Monster ja nicht mehr so auf dem Schirm. Oder ist vielleicht so hineingewachsen, dass man sich mit den kleineren Monstern ja nicht so wirklich beschäftigt hat. Deswegen, ich sage ja immer wieder, wir lernen hier gemeinsam. Nicht nur ihr, sondern auch ich. Ja. Besonders was auch manche Skills angeht. Ja. Arr. So, auf jeden Fall erinnert das Krokodil, kennt ihr bestimmt, von Peter Pan. Genau. Also eher so Richtung Peter Pan. Ja, gehen wir auf die Skills ein. Wir haben die moralische Stärkung gewährt, eine 100%ige Chance, 30% der eigenen SP beim Angriff wiederherzustellen. Und wir haben das Betäuben, gewährt eine 80%ige Chance, dem Ziel Betäubungsschaden auf 2 Arten für einen Zug zuzufügen. Und dann haben wir die aktive Fähigkeit, heißt hier Piratenehre, feuert eine Kanone von seinem Haken, die alle Gegner verletzt. Also auch hier wichtig fürs Betäuben, das geht wieder auf alle Gegner. Wir haben als variable Fähigkeit den Todesstoß, erhöht den Schaden durch kritische Treffer von Verbündeten um 40 bis 45%. Heißt also, wenn ihr da Monster habt, die nahezu den 100% Crit rankommen und immer kritten, erhöht es den Schaden nochmal um 40%, Minimum 40%. Also das ist richtig nice eigentlich. Wir haben hier nochmal eine passive Fertigkeitswirkung von plus 20%, eine Fertigkeitsdauer von Zugsdauer von plus 1 auf der aktiven Fähigkeit, dass wir hier auf 50% der eigenen SP wiederkommen und ja, hier natürlich zwei Züge, das Betäuben dann hält. Auf jeden Fall sehr nice, wahrscheinlich mitzunehmen im Feuerturm auch nochmal, alleine wegen dem Betäuben, damit ihr irgendeinen Stunner drauf schicken könnt und die Gegner weggestunnt werden. In dem Fall haben wir hier ein ausgewogenes Monster. Könnte man hingehen auch auf Critrate und Doppel-ATK machen. Das Ganze natürlich in Subs und in der Sternenaufwertung, so wie immer, wie wir einen Angreifer bauen. Oder in dem Fall würde ich ihn eher tanky bauen, mit HP Verteidigungswertung, viel Widerstand. Das Ganze auch so in der Sternenaufwertung mit ein wenig oder mit dem Skill auch der kritischen Resistenz in der Sternenaufwertung. Ansonsten sehe ich ihn halt nicht bei so viel, vielleicht noch PvP-Verteidigung. Aber als Unterstützer müsste er in der Region ein bisschen mehr auf seiner normalen Fähigkeit haben. Hier haben wir nochmal den Jäger, erhöht die Verletzung durch kritische Treffer um 50% und das Lähmen gewährt eine 60%ige Chance, den Gegner für einen Zug zu lähmen. Fertigkeitsbücher, technisch gesehen haben wir hier nur komplett nochmal mehr Schaden. Hier haben wir nochmal Fertigkeitsdauer von plus 1. Das heißt, dass wir 60%ige Chance haben, für zwei Züge jemanden zu lähmen. Ist jetzt nicht die Welt, ist aber, wenn geringer Widerstand und alles drauf ist, ja nochmal eine etwas höhere Chance. Hier haben wir auf jeden Fall einen Angreifer, da gehen wir natürlich ganz klassisch hin. Crit-Rate, Doppel-ATK, Crit-Damage und Crit-Rate und ATK in den Subs und das Ganze so in der Sternaufwertung. Selbstverständlich könntet ihr dieses Monster aufgrund der Lähmung auch tanky bauen, aber weil das Lähmen so weit unten ist von den Prozenten her gesehen, rate ich da eher von ab. So, die Holzvariante ist so, wo ist sie denn, wo ist sie denn? Da ist die Holzvariante. Dort haben wir auch wieder Jäger, erhöht die Verletzung durch kritische Treffer um
50% und gewährt eine 60%ige Chance, die Verteidigung des Gegners für 2 Züge zu reduzieren. In dem Fall haben wir hier auch nur wieder eine Fertigkeitsdauer von einem Zug. Das heißt, dass wir den für 3 Züge reduzieren. Auch hier haben wir wieder einen Angreifer, wo wir natürlich auf Kritrate Doppel-ATK das Spielchen wie bei dem Holz gehen. Könnte man eventuell auch Tanky bauen, aber auch hier wieder 60% ist nicht gerade viel. Und auch da gibt es dann bessere Varianten, die man mitnehmen kann. So, deswegen gehen wir direkt in die Lichtvariante über, wenn ich sie gefunden habe. Ja, da. Und zwar, hier haben wir schon wieder etwas Interessanteres. Wir haben auch wieder den Jäger, erhöht die Verletzung durch kritische Treffer um 50% und die elementare Grenze. Alle Angriffe auf einen Gegner werden wie dessen Elementarschwäche gewertet. Also heißt das, also hier steht nochmal drunter, trifft natürlich noch auf die aktive Fähigkeit zu, wie immer, also der Jäger macht es nicht, aber habt ihr als Gegner einen Feuerastronom, zählt das bei der Attacke, zählt das gegnerische Monster als Dunkelastronom in dem Fall. Ja, auch hier wieder Critrate, Doppel-ATK, wir haben hier nur zugefügte Schaden, Crit Damage, Crit Rate, ATK in den Subs, das Ganze in der Sternenaufwertung, volle Pulle mit Offensivfähigkeiten oder mit Offensivstats wie Angriff, Kritrate und sowas. Und dann habt ihr da eigentlich einen sehr, sehr guten PvPler, beziehungsweise auch einen für den Lichtsturm dann, weil dann bei der aktiven Fähigkeit alle als Dark gewertet werden. So, die Dark-Variante haben wir gleich gefunden. Ich war mir nicht sicher, ob ich die Dark-Variante habe, aber ich glaube eher nicht. Doch, habe ich sogar. Ja, die Dark-Variante haben wir. Zweimal furchtloser Spott, einmal den erlittenen Schaden um 50% für einen Zug und gewährt eine Chance von 80% die Aufmerksamkeit des Gegners für 2 Züge auf sich zu ziehen. Und dann hat er noch die Möglichkeit, alle auf sich zu ziehen, wenn es halt bei einem trifft. Und zwar reduziert den erhaltenen Schaden um 50% für einen Zug und gewährt eine Chance von 70% die Aufmerksamkeit des Gegners für 2 Züge zu auf sich zu ziehen. Wir haben hier dann nochmal eine Aktivierungsrate bei der normalen Fertigkeit für plus 10%. Das heißt, da kommen wir sogar auf 90%. Und ja, in dem Fall haben wir natürlich einen Verteidiger, den bei unserer HP-Verteidigungswertung mit viel Widerstand. Dann natürlich auch in den Subs nochmal HP und Verteidigungswertung. Und das Ganze auch so in der Sternenaufwertung und nochmal die kritische Resistenz nicht vergessen. Und dann habt ihr da einen sehr, sehr guten Verteidiger und Schadenseinstecker für euer Darkturm. Oder gegebenenfalls natürlich für euer PvP-Dev-Team oder fürs Angriffsteam. Also ist auf jeden Fall schon nice to have. Ich muss mir den mit Raoul mal bauen. Ja. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Alle Links unten in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, dass ihr Krähack nicht als Krähe seht, sondern so, das, was er ist. Und zwar ein Kapitän Krähe. Könnte auch bedeuten, dass er kein Papagei hat und deswegen Krähe heißt, weil, lassen wir das. Ja, wir hören, lesen und schreiben uns. Bis dann. Ciao.